Er packt den Koffer, checkt sein Bargeld, reicht es noch für ein Ticket. Er hat den ganzen Abend belastende Akten vernichtet. Denkt an die 9mm im Safe, die Nase voll Korn. Wahnsinn und Tod in seinem Kopf als die finale Option. Übelkeit unerträglich, er übergibt sich im Bad. Geht an die Bar, füllt sich ein Glas und stürzt ein Whisky hinab. Zum letzten Mal betritt er die dritte Etage der Hütte. Seit ein paar Jahren sind ihm jetzt schon die Steuerfahndung im Rücken. Verrat und Missgunst ließen ihn auflaufen. Irgendeiner sang und der Fiskus bekam die Blaupausen. Er war voller Ehrgeiz, sehr bedeutend und reich. Doch die Gier verschlang ihn, er brauchte 20 Kois für den Teich. Die Bräute waren heiß und wollten schnell den Ring an den Fingern. Eine Menge Bling, Bling um den Hals und hinterher Kinder. Er sitzt im Taxi nach Tegel, ihm fährt die Angst durch die Knochen. Wird er entkommen oder am Ende vom Beamten erschossen? Manchmal kommt es anders, meistens als man denkt. Guck, wo du bleibst, weil keiner dir was denkt. Was bringst du und nimm, was es kriegt. Wenn du nicht auf dich aufpasst, wirst du gefickt. Manchmal kommt das anders, so meistens als man denkt. Guck, wo du bleibst, weil keiner dir was denkt. Was bringst du und nimm, was es kriegt. Wenn du nicht auf dich aufpasst, wirst du gefickt. Die Nacht war lang, Drogen lassen sie nicht mehr schlafen. Ihr bleiches Gesicht muss weit den Blick in den Spiegel erstarren. Schon seit Tagen und Wochen auf den Zahnfleisch gekrochen. Wahnsinn und Hoffnung in ihrem Schädel. Fragen sind offen, gepullet, klaren besoffen, um den Schmerz zu vergessen. Doch er kommt wieder und nackt an ihr, als wäre er besessen. Sie nimmt den letzten Zug von ihrer Kippe, die Blut brennt sich tief in die Finger, aber sie findet es gut. Ein paar Sekunden Ruhe, keinerlei Gedanken an heute. Denkt nicht daran, wie es war, bevor es geschah, man sie wollte. Die schnelle Kohle, den Reichtum ansehen anderer Leute. Sie hatte alles bekommen, hatte gewonnen, was sollte alles verlieren, immer kaputt. Seine Versprechen brennt den Staat, fällt der Entscheidungen, die sich dann rechnen. Jetzt ist sie trächtig und broke wie ein Penner im Park und hat anstatt ein paar Bündelscheine nicht mal einen Nenner am Start. Manchmal kommt es anders, so meistens als man denkt. Guck, wo du bleibst, weil keiner dir was schenkt. Was bringst du und nimm, was es kriegt. Wenn du nicht auf dich aufpasst, wirst du gefickt. Manchmal kommt es anders, so meistens als man denkt. Guck, wo du bleibst, weil keiner dir was schenkt. Was bringst du und nimm, was es kriegt. Wenn du nicht auf dich aufpasst, wirst du gefickt. Ich denk mir immer, es wäre wirklich gut ausgewogen zu leben, statt sich ständig zu bewähren und pausenlos zu bewegen. Lauf durch die Gegend und besuche Bekannte, mach mir Gedanken, manche sind sick und verbrannt, weil jeder Tag wie ein Krampf ist. Man hört vom Bankaffen den Nadelstreifen, die sich Ferraris leisten, gierig wie die Geier sind und ungeniert den Staat bescheißen. Vom Ehrgeiz zerfressen oder wirklich bescheiden. Egal was du tust, irgendwann holt es sich ein. Ich hab das alles schon gesehen, viele Leute leben bequem, machen sich keine Gedanken über den Weg, den sie gehen. Andere kämpfen und ackern, hasseln und schaffen, doch kriegen außer einem Tritt in den Arsch nichts, bleiben dann liegen. Egal ob Groß- oder Kleingeldverdiener, egal ob Big Boss oder bloß Drossbarkassierer. Das Leben war noch niemals zu berechnen und du wirst nicht wissen, wohin es geht, bis du stirbst. Was brauchst du zum Leben? Nur eins möchte ich, über die Runden kommen. Du musst bereit sein, weit zu gehen. Genau so ist es. Ich glaube, du verstehst. Was brauchst du zum Leben? Der Wunsch nach Ruhe, Frieden, Harmonie. Nur so gewinnt man, ist der Unterschied. Ich glaube, du verstehst.